Willkommen zurück, liebe Leute, zu Skull Factory 2 mit ein bisschen Musik. Ich werde diese Folge noch, glaube ich, schon anfangen. Die guten Herren, wow, jetzt warum ruckelt? Ah, okay, ich weiß, warum der ein Abruck ist. Wegen dem Scheiß da hier drüben, der immer nervt. Ah, ich hasse diesen Scheiß. Ich werde anfangen, dieses Würmchen hier zu verteilen. Aber erstmal müssen wir dafür tracken. Das heißt, ich muss die Taste finden. So. Oh yeah. Oh, twerk it mir. Twerk it, baby. Twerk it. Okay. Mal schauen, wie lange wir jetzt hier da brauchen, damit das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll ist, einfach nur so zu twerken. Anstatt das Gefühl so zu twerken. Ah. Na, es wirkt anscheinend besser so. Das ist natürlich interessant. Also es ist wirklich interessant, weil normalerweise würde ich komplett anders das machen. Ich würde die Button smashen, aber so ist auch angenehm. Aber die Aussage von wegen nur 50 Mal drücken ist gelogen. Oh, jetzt sind beide fertig. Na, wie geil. Okay, nice. Beide Bäumchen fertig. Und wir haben erstmal hier eine Grube reingerissen. So, nice. Oh, das war jetzt schon mal schön. Das ist schon mal echt schön. Nice. Fällt gerade so auf. Man hat am Anfang die Möglichkeit, bevor man die ganzen Blätter am Spawnbaum abbaut, wenn man ein Holzstück abbaut und noch eins, also zwei Holzstücke, eins zu einer Workbench umbaut, das andere zu einer Krug und dann kann man doch da direkt definitiv einen Sapling rausziehen, wenn nicht mehrere sogar. Was? Meine Krugs sind dead? Nee. Ich hab das anders gehört, liebes Spiel. Ich hab das anders gehört. Nein, hä? Ich hab nicht mal was gedrückt. Was zum Teufel war das? Hilfe! Die Aufnahme ist verflucht. Wow, jetzt haben wir die 50, die ich haben wollte, geknackt. Das ist schön. Ich hoffe, es werden dennoch noch mehr. Und es wird wieder schön hell. Hell, was ist das da oben? Ach, das ist nur eine Wolke, die dunkel wird, weil sie halt in einem falschen Winkel liegt. Meine Güte, wie doof. Oh, wow, Leute, please. Ah, oh, es ist einfach hell. Übrigens habe ich herausgefunden, wie man die Umstelltaste, also diese Feststelltaste, deaktiviert. Es ist der umständlichste Bullshit, den ich je erlebt habe in meinem Leben. Also, bis man das findet. Und man hat keine Ahnung davon, wo man es findet. Sucht man bei Windows 8 zum Beispiel. 5 Stunden, 6 Stunden, wenn man sich alles durchsucht, wenn nicht sogar einfach unendlich lang, weil man es einfach nicht findet. So, komm du mal hierher, du gehst mal da rein und ich resabuliere meinen Apple. Nice. Ja, aber kann man das auch genauer haben, wenn ich was machen möchte, dieses im Fest. Na gut, da werde ich einfach mal hier, warte mal. So. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Cut String. Craft a Sieve. Eine Sieve.
Neues, was massiv ist. Oh Gott, sorry Leute, weil es gerade ein bisschen... Was ist denn ein... ein Sieb? Ist das richtig? Ja, ja, das ist logisch, dass da was anderes wäre. Ah, okay. Interessant. Na, das ist natürlich besser, wenn ich dann zwei hätte. Ja, die Würmchen mit, die... Ich will ja schon wieder twerken. Oh, Baby. Oh, yeah. Also, ich finde das System sehr interessant mit diesem Arschwackeln. Ist schon wirklich gar nicht mal so dumm in, umgesetzt, finde ich. Was an? Der ist mal. Oh, Gott. Ja, wir haben gerade 6 Uhr morgens bei mir. Ich glaube, da ist verständlich, dass ich ein bisschen müde bin. Ich habe 5.30 Uhr angefangen aufzunehmen. Nur, weil ich aufgestanden habe, alles hergerichtet fürs Aufnehmen, aber... Mal. Ernsthaft? Das sind ein... Also es wird jetzt aber nicht weiter investiert, oder? Also es, das geht nicht weiter, warte mal. Bin ich neugierig. Also es verbreitet sich nicht. Oh, 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 man kriegt nicht sofort 100%, okay. Oh, das ist natürlich interessant. Ich brauche noch einen. Ein String. Und ich habe natürlich Pech gehabt. Heißt, ihr dürft noch mehr Würmer sammeln. Ja, mehr Wurmis. Oh, wie geil. Ich liebe es. Würmchen sammeln. Meine Spezialität. Fuck my life. Vor allem, ich hatte 6 Stück. Ich dachte, ich hätte genug, weißt du? Oh, Fliege, hau ab. Weißt du, Fliegen sind schon echt dreiste Tiere. Früher hat man nur in die Nähe kommen müssen, dass die abhauen. Jetzt muss man die fast schon anfassen, dass sie abhauen. So nahm aus man hin. Oh. Kein Wurm. Nice. An die Würmer habe ich ohne Krug. Kriegt man die ohne Krug? Also muss ich, wenn ich einen Wurm haben will, die Krug weglassen? Ich lasse die jetzt einfach weg gleich. Weil vorher hat es ja auch ohne funktioniert. Und ich habe immer noch die andere Taste belegt. Ich werde das ändern und testen. Ich will jetzt nicht, dass mittendrin die Feststelltaste jetzt wieder aktiviert. Das will ich ja nicht, liebe Leute. Wow, wow. Das ist natürlich dumm, wenn ich... das ist natürlich doof. Wenn ich da 4.522 Milliarden von diesen beschissenen Würmchen brauche, um... Heißt, ich habe 6 Stück. Und sie hätten mir ruhig aus 6 Stück... Hätte mir das Spiel definitiv... mehr geben können. Oh, hi! Schön, dass du dich dazu meldest, Baum. Nummer 2. Ich weiß jetzt nicht, ob die Krug besser ist, irgendwas rauszukriegen wie ein Wurm, aber ich mach mal ohne. Vorher habe ich ja auch ohne Krug Würmchen bekommen. Gibt's doch nicht. Gib mir das beschissenen Dreckswurm. Ja. Wie wär's jetzt mit dem Würmchen? Jetzt. Hallo? 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 Ist hier irgendwo einer rum? Weil ich ihn nicht gesehen habe, wie er runtergefallen hat? Ne. Ist doch dumm.
bin verkackten Wurm jetzt. Wurm! Oh Mann, weißt du, ich hätte auch mal Glück haben können. Schissen und Kacke hier. So alle dumm. So alles dumm. Und wir waren die einfach komplett um. Einfach drei Crooks. Drei Crookies. So easy. Da will man voll cool sein und schon mal anfangen mit der Vorarbeit und kriegt keinen beschissenen Wurm mehr. Doch, ich habe ihn bekommen! Ja, cool! Ja, nice, ich komme nicht mehr da oben hin. Gott! Das sind große Bäume. Das sind mächtige, dicke, lange Stämme der männlichen Männlichkeit. Das weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt. Den Wurm muss ich nach den Crooks bekommen haben. Heißt, ich kann mit der Crook auch sammeln. Okay. Weil ich ja definitiv. Ob mich diese behinderte Fliege gerade abnervt. Weil ich hatte ja definitiv keinen. Das hätte ich ja unten im Inventar gehabt. Habe ich jetzt einen. Okay. Das und das. Ja, ja, yes. Ja, ja, yes, yeah. 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 Okay. Hauen wir erstmal das hier kaputt. Okay. Und das hier kaputt. Okay. Und hey, wir haben einen Stack von denen. Voll. Meine Güte. Ich bin so gut. Leider müssen wir den Stack anbrechen. Was hat gerade Plop 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 auch gemacht? Ich weiß es nicht, okay, keine Ahnung. Aber ich werde wieder tanzen. Ich werde wieder für euch tanzen, 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 yeah. Mm. Oh, yeah. Mm. Yeah. Übrigens, für euch alle eine Musikempfehlung: Saint Motel, Benny Goodman. Mega gutes Lied, aber generell die Musik von Saint Motel, so gut. Einfach mal danach auf YouTube suchen, einfach dieses Lied Benny Goodman oder ein anderes reinziehen. Echt super geiles Lied und super geile Musikband. Also, was laber ich eigentlich? Musikband? Natürlich ist es eine Band, eine Musikband. Es ist eine Kochband. Was? Also, meine Musikempfehlung. Ich hab irgendwie vor, öfters über Musik oder sowas zu reden. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich liebe Kommentare. Schreibt mehr Kommentare, liebe Leute. Spamt die scheiß Kommentare zu. Weißt du, ich würde gerne dieses Sieve bauen. Das würde mich echt interessieren, was jetzt dann passiert. Und dann würde ich die Taste umlegen. Alter, Junge. Langsam mein Finger abfällt, weißt du? Mhm, oh yeah. Light Level 12, Light Level 11. Ihr seid schon beide ziemlich große Bastarde. Ich werde auch nächste Folge meine Plattform ausweiten. Ich muss mal testen. Moment. Ah, hier, okay. Ach, da wo Kreuze sind. Ah, jetzt funktioniert es auf einmal. Letztes Mal hat es nicht funktioniert. Ach, da wo Kreuze sind, können Monster spawnen. In der Theorie. Da muss ich echt hinne machen. Wenn ich kein Furniture habe, habe ich ein Problem. Okay, du kommst einfach im Nachhinein noch dazu. Go, du Wurmi. Du einzelner. What? Ich habe einen beschissenen Überbaum bekommen. Ach, leck mich doch am Arsch. Oh. Ach, im Festing ist auch. Ach, das muss man abwarten. Okay. Ah. Hilft ja. Ich bin so dumm. Wetten, ich bin dumm, dass ich einen nur gebraucht hätte. Einen einzigen. Ich teste es jetzt. Okay, wir haben Zeit. Noch
eine Stunde oder so. Ich weiß jetzt diese Prozente ab. Ich will das jetzt wissen. Aber ich freue mich schon drauf, wenn wir endlich Cobblestone in irgendeiner Art und Weise herstellen können, ne? Das erste, was ich mir basteln werde aus Cobblestone, ist ein Ofen. Ein Furniture, ein Ofen. Und daraus, aus dem Ofen, werde ich mir erstmal Holzkohle machen. Genau, doch, richtig schon. Holzkohle. Und aus der Holzkohle mache ich mir Fackeln. Und dann wird hier erstmal fucking gespammt wie ein Behinderter. Verändert sich auch die Farbe? Warte mal. Ja, das wird grauer, oder? Wollt ihr irgendwas? Nein. Interessant. Das ist echt interessant. Das gefällt mir gerade, das anzugucken. Mein Baconbaum. Hier. Das ist doch gerade was geändert, oder? Der ist doch auch infiziert jetzt da drin, oder? Ich will nur wissen. Ja, der infiziert gerade alle. Oder lösen die sich auf? Infesting. Nice. Die infizieren sie alle? Gerade irgendwie quer durch. Natürlich bei dem schlimmsten Baum von allen. Weil der einfach so ein komplett durchgewuselter Überbaum geworden ist. Natürlich. Warum auch nicht, ne? Oh, da ist noch einer infestet. Hallo. Gut, ich lasse die erstmal infesten. Leg erstmal nochmal das. Nein, ich schau nochmal rein, was ich als nächstes machen werde dann. Also die Feste habe ich. User Crook werde ich machen, wenn ich das dann weiter habe. Dann werde ich das machen. Collect Rain Water in a Oak Barrel. Ich habe keinen Regen, liebes Spiel. Ich kann. Wie soll ich das collecten, wenn ich kein. Was? Oh, Infizierte bauen sich von alleine ab, kann das sein? Geht der Baum nebenbei kaputt? Kann ich den am Ende abbauen oder ist der komplett kaputt danach? Da-da. Ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen tun und machen. Also, wir haben schon mal 3 Punkte. Ich möchte definitiv das hier abhaken können am Ende. Das wird ein langes Let's Play. Aber ich freue mich, macht mir mega Spaß gerade. Craft Cobblestone from the small stones that drop from sifting dirt. Immer dieses Sifting the Dirt, ey. Keine Ahnung. Nice. Der eine schwebt nur noch in der Luft. Da baut sich gerade wirklich was nebenbei noch ab. So einen einzelnen brauche ich gerade nicht. Es tut mir leid. Oh, nice. Interessant. Oh, das geht aber jetzt schnell. Gleich ist der ganze Baum abgebaut. Oh, wow. Ja, gut, tut mir der Baum auch gerade mega leid. Alter Schwede, holy shit, aber es ist Nacht gerade, richtig dumm. Jetzt sieht man das nämlich nicht richtig. Ah, wie krass. Wie krass, da kann der ganze Baum investiert werden, das ist interessant. Ich hoffe, ich mache jetzt alles richtig, wenn ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ich jetzt beende, hoffentlich ist alles nächstes Mal noch da. Ansonsten mache ich dasselbe nochmal und werde es aber abernten, logischerweise. Ich möchte nur wissen, ob die nächste Folge der komplett oder... Was zum Teufel? Nice! Wir schauen noch mal ganz kurz hier rein. Aber jetzt baue ich jetzt einfach Freihand, weißt du? Freihand. Bin schon zufrieden. Ich brauche da. Ne, was ist das denn? Ah, nice! Das wusste ich auch nicht, aber das ist gut zu wissen. Hier so. Ah, nee, halt, ich brauche erstmal. So. Die hier hin. Dann brauche ich die so. Und dann so. Ich bin ja
super. Ja, ne. Ich dachte, ich krieg's hin. Okay. Moment, ich bin schlau. Anstatt das einfach anzuklicken, weißt du? So. Hatte das nicht gerade? Hatte das nicht gerade so? So oder so? Hä? Ich hatte das doch genauso. Halt. Vielleicht wollen die ja lieber so und lieber so. Ja, hier ist es doch. Guckst du? Ach nee, ich hab String. Ich hoch Silk. Aha, nee, warte mal. Hä? Moment. Wie macht man Silk? Was wie heißt das? Silk Mesh, okay. Silk Mesh. Oh, I see. Oh. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir diesen verschissenen Baum abernten. Wobei, der löst sich gerade auf. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz. Ich komm nicht mal ran. Holy moly. Liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich überziehe schon wieder so lange und ich habe eigentlich halt keine Zeit zum Überziehen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Oh, dieser Baum und oh Gott, ich brauche so viel. Oh nein, 8 Stück. Bis dahin.